Also hier kann man Musik, Kultur, Ausstellungen, Kunst und zukünftig auch noch kulinarische Genüsse in einem Setting erleben, das seinesgleichen, glaube ich, insgesamt sucht. Und das wird von Leuten gemacht, das sind absolute Profis, die, ich sag's jetzt mal italienisch, über Stil e Passione verfügen. Also über Stil und Leidenschaft. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu etwas ganz Besonderem hier in Heidelberg, nämlich zur Einweihung des ersten Bauabschnittes unserer Güterhalle hier im Herzen der Heidelberger Bahnstadt. Also ich fange mal an, wie eigentlich alles begann. Wir sind erstmal mit einer riesigen Box hier reingelaufen und haben die dann mal in die Mitte des Raumes gestellt und haben die richtig aufgedreht. Wir sind dann mit so einem Messgerät umgefahren und haben geguckt, okay, wie laut können wir hier aufdrehen, und sind dann eigentlich relativ erfolgreich gleich zurückgekommen und haben gesagt, ja, Spitze, passt. Also die Halle ist jetzt seit mittlerweile 10 Jahren eine fantastisch eingeführte Kulturinstitution hier in Heidelberg, die wir vor 2 Jahren gekauft haben. Das bedeutet auch in Zukunft tolle Kulturveranstaltungen, Ausstellungen hier in den Güterhallen. Und dass wir das auch mit den bisherigen Betreibern fortsetzen können, ist, glaube ich, auch ein schönes Beispiel einer gelebten Public-Private Partnership. Insgesamt haben wir in das Gebäude, bis es dann fertig ist, etwa 4,5 Millionen Euro investiert. Es besteht dann aus 2 Veranstaltungsbereichen. Der größere Bereich, der jetzt heute fertiggestellt wurde, für 1200 Besucher. Also ein ganz wesentlicher Punkt, den wir gemacht haben, bezieht sich natürlich auf das Thema Schallschutz. Wir haben die gesamte Erschließung gedreht. Normalerweise war ja früher der Zugang hier auf dieser Seite. Heute schon ist er auf der Nordseite gelegen, also der Wohnbebauung abgewandt. Und das Gebäude selbst haben wir natürlich auch schalltechnisch ertüchtigt, natürlich auch wärmegedämmt. Also Heizung, Lüftung, Sanitär, alles komplett neu. Natürlich wird es ein Stück weit die Seele darstellen, weil wir hier ganz einfach noch die Vergangenheit atmen können. Die Güterhallen, die stellen halt hier noch die überkommene und natürlich auch mittlerweile umgewandelte Industrienutzung, die ehemalige Güterbahnhofsnutzung noch da. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so einen Stadtteil, der eine Konversion ja darstellt, nicht geschichtslos macht und alles abräumt, sondern dass da noch was bleibt, man ein Stück weit das Flair eben erhält. Ich glaube, im Ersten ist uns und der Stadt auch ganz gut gelungen, den Charme zu erhalten, so wie er ist. Und das werden die Gäste auch merken. Und im Zweiten machen wir das natürlich genauso. Da kommt jetzt noch der Club dazu und das Restaurant. Und wir freuen uns dann im Frühjahr 2015 eröffnen zu können. Also ich finde es sehr fantastisch, dass die Stadt und Halle 02 da auch so gut zusammenarbeiten und dieses Konzept neu entwickelt haben. Ich als Bahnstadtbewohnerin bin vor allen Dingen auch neugierig auf das Restaurant plus auch die kulturellen Angebote, die auch für unsere Altersklasse dann eben auch angesagt sind. Also ich bin ja jetzt zum ersten Mal hier in der neuen Halle und ich finde die Atmosphäre echt gut. Das ist also dieses Dunkle mit den paar schönen bunten Lichtern, die ich jetzt gesehen habe, das hat so gleich eine bestimmte Stimmung verbreitet, die mir gefällt. Thank you.